Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich Leute über unseren Kanal fragen, ein kleines Interview, ob sie den Kanal finden oder ob sie die Kinder, die drinnen zu Hause Handy spielen und so fragen oder die Kinder, die draußen sind, fragen. Also jetzt beginne ich mal mit dem Interview mit, excuse me, what's your name? My name is Nacho. Nacho, do you know about the channel Laurent Harris? No, I actually have no idea, but the first thing that I'm going to do when I arrive home is watch your channel, I'll visit it, and I'll watch some videos. Yeah, go check it out and like some videos if you want. For sure. Yeah. I have a little question. What do you think about kids who are playing outside sports, football and others thing? I think it's 100% necessary, okay? I think all kids, men, women, including adults, should play sports, basketball, football, whatever, but yeah, football is a quite interesting sport. So I encourage everybody to do it. What do you think about kids who are playing at home, some football games, some video games, and watch TV and phone? What do you think about them? I actually hate it. You know, I actually don't like TV. I don't like video games, series, all that stuff. So from here, I encourage all boys or girls to play football, play sports outside on the street, even if it's not a sport, just street games and street play. So I think it's nicer. Yeah, do you want to say hello to someone on YouTube? Okay, so hello to my Madrid family, to my girl who is there, and to all the followers of Lauren Harris, quite nice YouTube channel. Thanks and goodbye. Thanks for the interview. Goodbye, thank you. Also, wir kommen wieder zurück und jetzt werde ich die Mutter von einem Freund von mir, also den Georg, den grüße ich auch jetzt, mal ein paar und jetzt werde ich mal die Mutter von Georg ein paar Fragen stellen. Die erste Frage: Kennen Sie den Kanal Laurent Harris? Bis jetzt noch nicht. Sie sollten mal darüber nachschauen. Das werde ich sicher machen und der Georg auch. Okay, aber jetzt beginne ich mal mit ein paar anderen Fragen. Wie finden Sie Kinder, die immer zu Hause bleiben, Handy schauen und so spielen? Mir ist lieber, sie sind draußen und machen Bewegung. Ein bisschen ist okay, aber nicht zu lange. Wie finden Sie die Kinder, die draußen so viel, sehr viel Sport machen, sich bemühen, besser zu werden in einem Sport oder gesünder werden? Bin ich begeistert davon. Danke für das Interview und vielleicht wieder auf Wiedersehen. Und wollen Sie noch irgendjemanden grüßen? Georg, er soll mehr Sport machen. Also auf Wiedersehen und wir sehen uns später. Tschüss. Hallo Leute, willkommen wieder zurück. Und ich habe eine neue Person gefunden und ich werde ihn jetzt interviewen. Wie heißen Sie eigentlich denn? Ich heiße Carlos. Also Carlos. Ja. Kennen Sie den Kanal Laurent Harris? Nein, aber jetzt kenne ich ihn. Okay. Ich werde Sie jetzt ein paar Fragen stellen. Ich beginne mit der Nummer 1. Wie finden Sie Kinder, die zu Hause bleiben, nichts tun? Naja, also ich meine, das kommt auf jeden drauf an, aber ich finde, es sollte schon wichtig sein, dass Kinder draußen sind und aktiv sind und Sport betreiben. Und ja, das ist auf jeden Fall was Tolles, wenn Kids eher draußen sind als drinnen. Und wie finden Sie Kinder, die draußen Sport machen und für ihre Gesundheit und weil die Spaß haben wollen und neue Freunde finden wollen? Ja, das finde ich gut. Das hat man ja früher so gemacht und ist jetzt nicht mehr so üblich. Deswegen finde ich es gut, dass heutzutage es doch noch Kids gibt, die draußen was machen. Wollen Sie irgendjemanden grüßen, Familie, Freunde? Nein, nein. Okay, danke für die Interview. Bitteschön.
und tschüss. Hat mich gefreut, ich werde den Kanal abonnieren, ja? Und danke fürs Zuschauen und tschüss. Hallo Leute und willkommen wieder zurück. Heute habe ich eine junge Frau gefunden und wenn ihr vielleicht neu seid, bitte vergesst nicht zu abonnieren, ein Like zu geben. Also beginnen wir mit dem Interview. The first question is, what's your name? Rebecca. Excuse me? Rebecca. I'm going to ask you some questions, Rebecca. Let's begin with the number one. Do you know the channel Laurent Harris? No. Please check it out if you want it. Okay? Sure. Let's begin with question number two. What do you think about kids who are playing at home video games and alone, just sit, eat fast food? What do you think about them? I think it's sad. I think it's difficult for the parents. I can understand why we have that situation, but I think it's sad. And what do you think about kids who are playing outside football, having fun with others? What do you think about them? I think it's really good for kids to be able to do that, and I think that it makes them happy. Do you want to say hello to someone on YouTube? Hi to my mom and my dad. And somebody else? No, I can talk to them in person. Okay. So, thanks for the conversation and goodbye. Thank you. Good luck. Thanks. Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Nochmal. Encore. Okay. Hallo Leute, willkommen wieder zurück. Ich habe eine junge Frau wiedergefunden und ich werde ihr ein paar Fragen stellen. Beginnen wir mal mit der Nummer 1. Wie heißen Sie denn? Evangelista Sia heiße ich. Haben Sie einen Spitznamen? Eva, das ist die kurze Form und einfache. Okay, Eva, ich werde jetzt ein paar Fragen stellen und wenn Sie wollen können, wenn Sie die Antworten vielleicht leicht sind, bitte beantworten Sie die. Okay. Beginnen wir mit der ersten. Kennen Sie den Kanal Laurent Harris? Nein, ich höre zum ersten Mal davon. Schauen Sie mal im YouTube nach und schreiben Sie auf Ihrem Computer, Handy, Laurent Harris. Okay. Ja. Wie finden Sie Kinder, die zu Hause sind, nichts machen, einfach nur schlafen, Sachen essen, Handy spielen und Videospiele? Schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass Kinder gar nichts machen zu Hause. Ich glaube, irgendwas werden sie ja schon machen, eben entweder spielen und vielleicht mit anderen online reden oder Buch lesen oder zeichnen. Und ich denke mir, wenn sie Spaß dabei haben und wenn es für sie wirklich okay ist, dann ja, warum nicht? Und wie finden Sie über die Kinder, die draußen sind, Fußball spielen, für die Gesundheit, Sport und so weiter? Ja, ist super. Also eben auch wieder, wenn es Spaß macht, unbedingt. Also sollen sie mehr machen. So mit anderen und so, ja, voll. Wollen Sie jemanden oder irgendjemanden, Familie, Freunde begrüßen? Och, also ich meine alle, die mich kennen und sowas halt. Gott, was kann ich denen sagen? Ja, dass sie einfach das machen sollen, irgendwie was, wobei sie viel Freude haben und wo sie einfach glauben, so, hey, das finde ich irgendwie gut und für andere auch und sowas halt. Damit möchte ich ein Vorbild sein. Ich glaube, das würde ich allen Leuten sagen, die mich so kennen. Okay, danke. Danke für den Interview und tschüss. Ciao, voll gerne. Und tschüss und wir sehen uns später wieder. Hallo Leute, willkommen wieder zurück. Ich habe heute ein paar andere Leute gefunden und ich werde mit denen, wie bei den anderen, auch ein paar Interviews
stellen, Fragen stellen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Wie heißen Sie denn? Wim. Und Sie? Ria. Jetzt werden wir mal den Wim und Ria fragen. Wie viel kennen Sie den Kanal Laurentarisch? Nein. Doch. Nein. Leider, nein. Dann sollten Sie auf YouTube nachschauen, Laurentarisch, wenn Sie es haben. Ja, bestimmt, ja. Stimmt. Beginnen wir mit der ersten Frage, richtigen Frage. Wie finden Sie Kinder, die zu Hause sind, im Fernseher hinlegen, Handy spielen, Videospiele, Fastfood essen, nicht gesund essen, essen? Wir essen kein Fastfood. Aber die Kinder, ja schon, ja. Die Kinder essen Fastfood, McDonald's. Aber die Kinder sind schon ganz groß. Wir haben viele, viele kleine Kinder. Wie finden die aber die Kinder, die sehr viel Fastfood essen, zu Hause sind, sich hinlegen, mit Handy spielen und Computerspielen? Wie finden Sie das? Nicht gut. Nicht gut. Nicht gesund. Gesund. Nicht gesund, nicht. Aber sie spielen auch nicht manchmal mit dem Computer. Unsere Kleinkinder. Nein. Aber es gibt sehr viele andere, die spielen täglich, jeden Tag, ja, im Computer, ja, und so. Ja, das ist ja furchtbar. Man sollte lieber manchmal zu Hause sein, ein paar Brettspiele. Ja, draußen spielen und Fußball spielen und alles. Und wie finden Sie die Kinder, die draußen sind, Fußball spielen, Sport und so? Das ist schon gut, ist gut. Ja, ja, sehr gut. Wie du. Ja. Ja. Dann, und wollen Sie irgendjemanden grüßen? Das ist ja. Ja. Wir sollen die grüßen. Ja. Meine Tochter und ihre Kinder und mein Sohn. Ja. John, Barbara, Mays, Luke und Joe. Ja, das sind die Kinder. Ja. Wollen Sie jemanden grüßen? Das ist gleich. Danke, dass ich ein paar Minuten mit Ihnen sprechen konnte. Und viel Glück. Danke. Ja? Und tschüss. 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 Und hallo Leute, willkommen wieder. Ich habe schon wieder ein paar Leute gefunden und jetzt werde ich ein paar Fragen stellen. What's your name? Hello, my name is Julia. And your name? My name is Dan, and this is Matteo. I'm going to ask you some questions. Let's begin, okay? Yes, okay. First question, how do you think about... do you know the channel Laurentarisch? No, we don't know. Please check it out on YouTube. Yes, we will. Okay. Second question is... what do you think about kids who are playing outside football and having fun with friends and so? And yeah, well, that's the best childhood, I think, for the children, to grow up outside and playing with their friends. So because that's the way I grown up, so I think it's very, very the best way. And kids are free and they're playing, they're happy. So, yeah, I think that's very good. And about you, what do you think about kids that are at home and play Fortnite and some other games? Yeah, I think that kids should be more often outside and less home in front of the computer or in front of the TVs. So they need to play and socialize with other kids more. And what do you think about kids who are outside and have fun with others and play basketball, football, volleyball, or go swimming together? Well, that's also a good way for kids to have activities and for their to grown up
And I don't know, I think playing football and volleyball and swimming and I don't know, just running and going on the playground. So there is a lot of things that kids can do. Just maybe in this society they have to be pushed more of the parents to go outside and play instead of sitting home and just watching internet. And yeah, so I think always outside playing. And what about you? What do you think about kids that have fun and play sport? Yeah, kids that play sports are more happy and are more healthy. And I like your glasses. Do you want to say hello to someone on YouTube? Oh, well, yeah, I will say hello to my family and friends from Macedonia. Yeah, and we miss you. And about you? Yeah. I would like to say hi to all the subscribers of Laurent Harish. Oh, yeah. And if you're not a subscriber, click subscribe. And I'm going to say hello. Thank you, and I'm going to say hello to all my subscribers and what land again? Macedonia. Macedonia, all friends and family of them. And thanks for the thanks for watching, and goodbye. Bye. Ciao. Ciao. Bye. Hallo Leute, willkommen wieder zurück. Ich hab wieder eine Person gefunden und jetzt werde ich noch mal ein paar Fragen stellen und so. Do you know, I'm going to ask you some questions. Okay. And the first question is, what is your name? Okay, my name is Pascal Ifani Chukuzbel. Pascal. Okay. Here's the second question. And do you know about the channel Laurent Harish? Oh, not yet. I don't know, but actually, I think presently now I know. Laurent Harish YouTube, right? Yes. So I know it now. What do you think about kids who are playing football outside and have fun? I think like kids playing football out, like having fun, it's part of like a kid's life. So every kid has the right to have fun or whatsoever. So I think. What do you think about kids who are at home? Okay. Eat fast food and just play video games and phone watch TV. Towards that, I think everything depends on the parents. Every parent has the right to educate their kids in one way or the other. So you feeding your child so much and you see that he's adding weight, you should like kind of like encourage him to do one or two things, sports, either swimming or so many other things. So that's my opinion towards that. It depends on the parents. The kid, it's like they are kind of like little and they don't have like the adequate knowledge yet for that. Okay? Do you want to say to someone hello? Okay, shout out to Lowen Harwich YouTube channel. Love you, love you, love you. More success and everything to you. Ciao, ciao. Thanks and goodbye. Okay, bye-bye. Hallo, ich bin Alexander Harish und ich interviewe die beiden. Wie ist dein Name? Haldun. Wie ist dein Name? Atahan. Wie findest du die Kinder, die keinen Sport machen und Handy schauen und Kebab essen? Das ist nicht gut, man sollte täglich Sport machen und rausgehen. Wie findest du es? Ich finde das nicht gut, weil Sport ist sehr wichtig für den Körper. Wie findest du die Kinder, die rausgehen, Fußball spielen und viel Spaß haben und ganz gute Sachen essen? Das sind coole Kinder. Wie findest du es? Das ist sehr toll. Das ist sehr gut. Und wie... Kennt ihr den Kanal von Laurent Harish? Nein, noch nicht. Du? Nein, ich kenne ihn noch nicht. Okay, dann müsst ihr vorbeischauen. Okay? Ja, machen wir. Kein Problem. Wollt ihr jemanden grüßen? Ich grüße meine Mutter oder so. Ich grüße Yasir. Ich grüße Dorus. Okay, tschüss.
Hallo Leute, wir kommen wieder zurück und ich habe wieder eine Person gefunden und jetzt werde ich den ein paar Fragen stellen. I'm going to ask you some questions. What is your name? Tamara. Tamara? Tamara. 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 Damada, I'm going to ask you some questions. Do you know the channel Laura and Harry? No, not until now, no. What do you think about kids who are playing at home video games? I think it's okay as long as they try to also meet the nature and go outside a bit and so. And what do you think about kids who are outside and play football? I think it's a good way to do some exercise and sports at the same time and have fun. So yeah. And do you want to say hello to someone on YouTube? My friends or whoever knows me there. Hey. And thanks for the interview. Very welcome. Und tschüss uns, wir sehen uns wieder. Hallo liebe Leute, ich bin Antonia Harich und heute gibt es ein Fest bei der Donauinsel und ich interviewe Leute, die Kinder, die also zu Hause Fernsehen schauen, Gebet essen und so chillen. Und ich sage noch die Kinder, die Sport machen und Hobbys. Tschüss! Hallo Leute, willkommen wieder. Wir haben wieder jemanden gefunden und ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Wie bei den anderen. Hallo. Hello. Yes. What's your name? I am Tonda. Tonda. What do you know about the channel Laurent Harris? Yes, of course. It's a good channel, you know. Yeah, everybody love it in Austria. Yeah, it's among the best kids channel, you know. So to be honest, what you are doing, we love it and we like it. Try your best and continue on it. Make the people happy, the kids and elders. Everybody love your channel, you know. So it's better, you know. Anytime, any minute, tune on Lauren channel, you know. Respect, bless. And also the kids, especially now it's holiday, so it's better, you know, kids to have where to go and play football, volleyball, etc. It's very nice, you know. Yeah, and I appreciate it. Yeah, that is all. And thanks for the interview and goodbye. You are welcome. And do you want to say hello to someone on YouTube? Yes, of course. I want to say hello to all Gambians and all Africans, you know. Yes. And hello to Austria, because without them, we cannot live here, you know. So, Austria, we love you guys, you know. Yeah, like we love ourselves. Because if you don't love yourself, you cannot love someone else. So, Austria, one family. Yeah, I'm an African Viennese. Ja, thank you very much. Danke. Und tschüss. Nein, sie war. Schön, oder? Oh. Es ist sehr schön aus. Sieht ihr den Schwarm? Die Hütte sieht sehr schön aus. Okay. Mit dem ASMR. Ich fass gerade etwas an. Ich bin Antonia Harich. Wie heißt du? Mein Name ist Amadou Sire Koulibaly.
Aber mein Künstlername alias Castro. Die Leute nennen mich Castro. Das ist mein Name. Danke. Bitte. Kennst du den YouTube-Kanal Laurent Harich? Na, es tut mir leid, aber leider kenne ich diesen Kanal nicht. Also und weiter. Du sollst. Wie findest du den Kanal? Ja, momentan ich kann nicht so ganz genau sagen, weil ich kenne diesen Kanal noch nicht, aber ich muss nachschauen. Wenn ich das schaue, kann ich vielleicht sagen, wie ich diesen Kanal finde. Was ist dein Hobby? Meine Hobby ist Gitarre spielen. Okay. Was findest du, wenn dich Kinder immer nur fernschauen? Ja, das in anderer Seite finde ich, ja, so wie gesagt, es kommt darauf an, wie die Kinder sind, weil die anderen wollen nicht so mit vielen Leuten treffen, anderen mögen mit vielen Leuten treffen. Aber für mich, ich finde, das ist sehr wichtig, wenn die Kinder draußen gehen und mit anderen Kindern kennenlernen und Freunde machen, ja, und zusammen spielen. Ich glaube, das ist andere Seite besser, als immer zu Hause bleiben. Ja. Danke. Wollen Sie jemanden grüßen? Ja, ich grüße zuerst meine Gruppe Tilibo und ich grüße auch alle Leute von Austria, Wien und Casamas, von Senegal und ja. So. Danke. Tschüss. Tschüss. Heute gibt es ein Fest bei Dune Angel Festival und ich werde Fragen antworten. Hallo, wo sind wir? Hallo, ich bin die Gigi. Wir sind hier beim Akasa Festival auf der U1 Station Donauinsel. Wie findest du die Kinder, die zu Hause bleiben, im Fernsehen schauen und chillen? Ja, hallo Kinder, kommt's raus. Hier ist ein schönes Fest, das ist wesentlich besser als Fernsehschauen. Hier ist alles live und ihr könnt wirklich mitmachen, ihr könnt tanzen, ihr könnt spielen. Es ist ein Fest für euch Kinder und es ist gut, wenn ihr rausgeht. Wie findest du die Kinder, die rausgehen, Spaß haben und viel spielen? Sie sind viel, viel, viel freundlicher. Es ist gut für euch Kinder, wenn ihr viel draußen seid. Willst du jemanden grüßen oder so?
Ja, ich möchte meine Mama grüßen, die zu Hause ist in Tirol, und die alle Kinder bitten, dass sie hierher kommen zum Akasa Festival 2019. Gratis Eintritt. Wir machen eine. Dieses Fest ist für euch Kinder. Mhm. Tschüss. Hallo Leute, wir kommen wieder zurück. Ich habe wieder eine Person gefunden und beginnen wir mit dem Interview. Ja, beginnen wir. Mit der ersten Frage, wie heißen Sie denn? Marketa Baka. Haben Sie einen Spitznamen? Einen Spitznamen? Nicht, dass ich wüsste. Es kann sein, dass mich Leute unter sich mit einem anderen Namen nennen oder kennen, aber... Ich nicht, Marketa. Okay, Marketa. Kennst du den Kanal Lauren Taris? Noch nicht, ab heute werde ich ihn wahrscheinlich kennen. Danke für das Geschenk. Bitte. Die zweite Frage, wie finden Sie Kinder, wie finden Sie Kinder, die zu Hause sind, Handy spielen, Fastfood essen, nichts Gesundes essen und nur Fernsehschauen spielen? Ja, ja. Wie finden die? Die Kinder an sich sind keine schlechten Kinder, aber die Gewohnheiten sind nicht gut und die Eltern sollen sich was überlegen und die Kinder motivieren, dass sie halt aktiv sind, dass sie vielleicht Sport betreiben, dass sie ihre Zeit, dass sie irgendwelche Hobbys haben, weil nur mit den Handys, Tablets und irgendwelchen Spielen Zeit zu verbringen auf lange Zeit ist überhaupt nicht gut. Man muss das dosieren. Vielleicht 1-2 Stunden am Tag, aber sicherlich nicht mehr. Ja? Haben Sie ein Kind? Wie finden Sie Kinder, die draußen sind, Fußball spielen und Spaß haben? Ja, das ist natürlich, das ist das Ideale, ja. Kinder, dass sie aktiv ihre Freizeit verbringen, dass sie für sich was machen nach der Schule, dass sie rausgehen, Zeit mit anderen Kindern verbringen, mit Sportaktivitäten, mit Hobbys, mit, du weißt ja. Ja, danke. Aber es gibt sehr viele Kinder, die sind immer, wenn die in der Kindergarten und so sind, sehr fröhlich immer, wollen immer rausgehen, Spaß haben, mit Freunden suchen. Und dann, wenn sie immer größer sind, verändern die sich. Ist das wegen der Pubertät oder wegen... Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren mit. Also in erster Linie... Ich sehe das, ich habe selbst zwei Kinder und ich weiß, wie das bei uns war. Weißt du, wenn du jetzt Mitglied in einer Gruppe bist, in Klassengemeinschaft, dann machst du wahrscheinlich das, was deine Freunde machen. Und das ist der Haupteinfluss, dass die Kinder dann verändert. Ja, weil... Der eine vielleicht hat Hobbys, macht Sport, aber alle seine Freunde spielen mit Playstation, auf Handy und so weiter. Dann irgendwann vielleicht beginnt er oder sie dasselbe zu machen. Also wenn die Mehrheit nur eine einzige Sache macht, dann kann sich das schon auch für das eine Kind verändern. Das ist wirklich so, wie zum Beispiel so bei... Kleidungen. Jedes Jahr gibt es solche Kleidungstrends, wie zum Beispiel dieses Jahr sind jetzt Gucci's Trend und vielleicht auch nächstes Jahr. Es verändert sich immer. Ja, das ist sehr ähnlich, ja. Also wie man es heutzutage halt sagt, du musst in sein, du musst oder sollst in sein, sollst trendy sein. Dann auch die Kids, speziell wenn sie das schon zu Hause sehen, auch vielleicht bei den Eltern. Aber vor allem, glaube ich, bei Gleichaltrigen, dann werden sie das kopieren wahrscheinlich, wenn sie nichts anderes kennen. Ja? Danke für die Interviews. Und wollen Sie noch irgendjemanden begrüßen?
jetzt fällt mir nichts ein. Vielleicht meine Kinder, Kyla und Joshua. Weniger Playstation spielen, weniger zu Hause sitzen. Alles Gute. Und du spielst Fußball? Ja. Bleib dabei. Danke. Okay, ciao. Ciao. Alles Gute. Und danke fürs Zuschauen und tschüss. Und wir sehen uns nächstes Mal beim nächsten Video. Bye. Ciao. Weil ich wollte dort noch auch etwas haben. A sunny wind, a sunny wind, a sunny wind, a sunny wind, a sunny wind. Hallo Leute, hallo Leute. Wir haben sehr viel Spaß. Kommt morgen heute zu Madame Mumbi. Es gibt hier sehr viel afrikanisches Essen. Das sind alles sehr lecker. Schatz, lecker gebratenes Fleisch und Reis. Und es gibt auch Getränke. Es gibt auch hier Getränke und so. Und es gibt gebratenes Mais und sehr viele andere afrikanische Sachen zu kaufen für afrikanische Lieder. Afrikanische Lieder kann man auch hören, Instrumente und viele Sachen, was für afrikanische Leute. Hallo Leute! Ich werde Sie ein paar Sachen fragen, okay? Kennen Sie den Kanal Lauren Tarisch? Wie bitte? Kennen Sie den Kanal Lauren Tarisch? Bis jetzt nicht, aber jetzt schon. Heute zum ersten Mal. Okay. Die zweite Frage. Wie finden Sie Kinder, die draußen sind und Fußball spielen? Das ist super, so soll es eigentlich sein. Wie finden Sie die Kinder, die draußen, nicht draußen sind, zu Hause Handy spielen und Fastfood essen? Das nervt mich, weil ich habe auch zwei Kinder und ich versuche, dass die immer draußen gehen. Wollen Sie irgendjemanden grüßen? Ja, meine Tochter, Anna. Sie ist ein YouTube-Fan. Ich erzähle ihr von euch. Danke und danke fürs Interviewen. Tschüss. Und tschüss Leute, wir sehen uns nächstes Mal. She's very strong. Woman has a style. She's very great. I get in every day, sir. But do not demand. On a community, I need you. Oh, be it. Mani, manaria. Makalezi wanyi duko Imamaya kuapai Mbasi chukumkumkia Sifesho suma Makalezi wanyi duko Lake muna mbiso She won't wanna go In the sky, she wore more than diamond. She wore more than silver. Special.
Hallo Leute, willkommen. Ich bin's wieder und heute werde ich einen Sänger fragen. Ja? Ich habe ein paar Sachen. Kennst du den Kanal Laurent Harris? Bitte? Kennst du den Kanal Laurent Harris? Ich verstehe nicht. Du hast bitte Englisch. Can you say it in English, if you can? Oh. Okay. Do you know the YouTube channel Laurent Harris? This is Laurent Harris YouTube. Lawrence Harris, you too. I'm going to ask you yet some question. What do you think about kids who are playing at home, video games and fast food? Well, it's not really so much good for them, you know, because they need some concentration for their education. So, I would like my kids to play, but not so much, because you cannot deny them what belongs to them, you know. It's a nature thing, but overplaying, playing, it's not good. What do you think about kids who are playing outside football, sports? What do you think about them? It's a nature thing, you can never deny it. We all have it as a child. Do you want to say to someone hello on YouTube? Well, I want to say hello to DJ Taf. He's my home guy, you know? Yes. I just want to say hello to him because he's the reason why I'm here today, you know? DJ Taf, you know? And I also say thanks again to all the Akasa Festival teams, you know? Yeah. Thank you. Thanks. Thanks for the interview. Thanks for the interview. Okay, thank you also, okay? Bye-bye. Bye. Why baby, let me beg you. Why baby, come on up here. Why baby, let me beg you. Why baby, let me beg you. Why baby, let me beg you. Why baby, come on up. Ah baby, sawa lele, sawa 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 lele, sawa 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 lele, sawa 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 Ganz gut, ein bisschen. Ja, das ist lustig, oder? Lie, lie, kill a lie. A Pokémon, the way this is. I can
Verdammt, ich habe was ist ein Auge. Deutsch. Okay. Hey Leute, willkommen wieder zurück. Und heute habe ich noch wieder jemanden gefunden. Und ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Erste Frage, wie heißen Sie denn? Ich heiße Klaus wie der Nikolaus. Klaus, ich werde dir jetzt ein paar Fragen, andere Fragen stellen. Wie zum Beispiel, kennen Sie den Kanal? Welchen Kanal? Laurentarisch, kennen Sie den Kanal? Nein, kenne ich leider nicht. Schauen Sie mal rüber in YouTube nach. Schaue ich einmal nach, okay? Werde ich nachschauen. Okay. Wie finden Sie die Kinder, die zu Hause sind, sich hinlegen, Handy spielen? Ich mag das überhaupt nicht. Unser Sohn ist immer an der frischen Luft. Da schau, er ist immer an der frischen Luft. Er läuft und rennt und spielt. Er schaut schon Fernsehen, aber er tut nicht spielen. Das erlaube ich ihm nicht. Weiß er über Videospiele und so? Nein. Besser so, da wird er mehr, weil das ist besser so viel, dass er, so wird er besser aufwachsen. Ja, er spielt keine Videospiele. Er spielt Fußball. Christian. Wie finden Sie Kinder, die sportlich sind, draußen gehen, Spaß haben, mit Freunden Sport machen? Ja, natürlich, das ist das Beste. Und wer hat das hier alles hier gemacht, ein paar Sachen? Meine Frau. Wie bitte? Meine Frau hat es gemacht. Sie sind sicher froh, so eine Frau zu haben? Ja, kann ich froh sein, ja. Schau. Das sind Erdmännchen. Kennst du Erdmännchen? Ja, ich kenne die Erdmännchen. Aus der Erde raus. Die haben ganz scharfe Zähne, ganz gefährlich. Das sind Letteröffner, Brieföffner. Das ist schon für Weihnachten. Die Krippe. Mit dem Krippenkind, mit dem Jesuskind. Okay. Also, wo haben wir es denn? Schau. Hier ist das Jesuskind. Dann haben wir ja schon Weihnachtsengel. Das ist aus Banane. Das ist Banane. Wirklich? Wurde die Fasern von der Banane. Selbst gemacht oder gekauft? Selbst Banane gekauft, selbst gemacht. Haben Sie ein Geschäft? Nicht hier, wir haben ein Geschäft in Namibia, in Windhoek. Windhoek ist die Hauptstadt von Namibia. Ja, so wie Wien von Österreich ist Windhoek von Namibia. Wo ist dieses Land in Afrika? Ja, ist in Afrika. Ja. Oberhalb von Südafrika. Wenn ihr vielleicht wollt, Zuschauer, könnt ihr vielleicht dort nach Afrika. Könnt ihr nach Afrika gehen und dort hinüber das Geschäft mal anschauen oder mal. Genau. Oder nur das Land und so schauen. In 5 Jahren gehen wir nach Afrika. In 5 Jahren werden die nach Afrika zurückgehen. Die normale Tracht. Das sind die Kostüme von den Frauen in Namibia. So laufen sie rum. Und das sind alles afrikanische Sachen. Da wurde sehr viel Mühe gesteckt.
Und in der Donauinsel kommt morgen schnell her. Vielleicht werden alle Sachen nicht mehr da sein. Wenn ihr vielleicht in eurem Haus afrikanische Sachen wollt und so, kommt hierher in die Donauinsel. Und da werdet genau in der U6, wenn ihr, oder ich meine in der U1 aussteigt, hinuntergeht und so, werdet ihr gleich Sachen aufgebaut sehen, ein Turm. Und dort geht's hin, dort werdet ihr es finden. Beim Leuchtturm. Beim Leuchtturm. Da. Und wollen Sie irgendjemanden grüßen? Grüßen? Ja. Ja, wer YouTube schaut, wir grüßen alle Freunde von uns und speziell unsere Familie zu Hause in Namibia. Danke und danke fürs Zuschauen und tschüss. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Danke. Bitte. Hallo, ich bin Alex Harich und ich interviewe. Wie ist dein Name? Ich bin die Marina. Wie ist dein Name? Ich bin der Chris. Wie findest du die Kinder, die draußen bleiben und ich meine, die zu Hause bleiben und Fernseher schauen? Also ich finde das nicht gut, weil Kinder sollten draußen spielen und die Natur genießen und ihre Kindheit genießen und nicht viel Zeit mit Internet und Fernsehen verbringen, weil da auch viele Sachen sind, die Kinder nicht sehen sollten und weil dann die Kinder einfach auch keinen Bezug zur Außenwelt haben, wie spielen oder draußen sein oder mit der Natur leben. Ja. Wie findest du die Kinder, die draußen gehen und spielen und Spaß haben? Das ist ganz wichtig, dass die Kinder nach draußen gehen und spielen, die Natur zu schätzen lernen auf jeden Fall, auch viel mit Musik und Kunst zu tun haben und nicht zu Hause in der Wohnung versauern. Und ich kann mich nur der Marina anschließen, was sie da gesagt hat. Ja, wollen Sie jemanden grüßen? Ich grüße alle meine Freunde, Bekannten und Familie, die mich kennen und die das Video vielleicht sehen. Und ich hoffe, dass auch Eltern, sowohl auch als Kinder, die Tipps gut annehmen können und eben auch dagegen arbeiten, dass Kinder eine schöne Kindheit haben und auch schätzen, draußen zu spielen und nicht irgendwie dieses Gesellschaftsklischee nachgehen und eben ja vom Fernsehen, Internet oder Computerspielen verblöden. Wie findest du es? Also ich möchte auch, dass die Eltern mehr darauf achten, dass die Kinder mehr rausgehen, ein bisschen offener werden, auch für verschiedene Kulturen, egal wer woher kommt, wir sind alles Menschen. Und ja, zu grüßen habe ich auch Familie und Freunde einfach nur. Und dass die auch genauso weiterarbeiten und offen sind für alles auf der ganzen Welt. Ja. Tschüss! Schaut, bald wird das Street Festival sein. Da wird eine große Party sein. Veronika Gasse 41 1170 Wien. Es wird um 10 Uhr anfangen. 10 am bis 10 pm. Also 10 Uhr bis 20 Uhr oder mehr. Am Freitag, am 19. Juli, wird das allererste Tilibo Animationsgruppe sein. Karin Tham Tatiam, Mr. Abastora und Vorband. Drittes Sambrise und One Soul. Und am Samstag wird auch Prinz Seka Quartett, also Prinz Seka Team, dabei sein. Und es gibt dort auch ein paar,
Aktivitäten, wie zum Beispiel Kinderplatz, Kinderprogramme und herzlich und tschüss. Hallo, ich bin Alex und ich interviewe. Wie heißt du? Mein Name ist Brian Mondau. Wie heißt Flo. Wie heißt du? Samuel. Wie findest du die Kinder, die rausgehen und Spaß haben? Ich finde das sehr toll, weil das erinnert mich an mich selber, als ich noch ein kleines Kind war und draußen viel Spaß hatte mit meinen Freunden. Ich finde das sehr wichtig. Wie findest du die Kinder, die zu Hause bleiben, im Fernsehen schauen und Fernsehsachen? Also ich finde es wichtig, dass Kinder rausgehen und spielen, weil sie dann Kindheitserinnerungen haben und nicht nur vorm Fernseher sitzen und irgendwelche blöden Skispiele schauen oder spielen und einfach nur vor der Glotze sitzen und dann sich vollfressen mit Chips und dick werden, sondern sie sollten auch rausgehen. Ja. Wollen Sie jemanden grüßen? Mann. Ich grüße die Kinder, deine Freunde und viel Spaß noch und nicht vergessen, nicht zu sehr am Handy picken. Ich trage ja eine Brille, weil ich zu sehr auch am Handy war und zu viel am Fernseher gewesen bin. Wenn ihr keine Brille tragen wollt und eure Augen schonen wollt, auf jeden Fall. Wer will noch jemanden grüßen? An alle Kinder, die dauernd vorm Fernsehen sitzen, vorm Handy, geht's raus. Es gibt so viele geile Sachen draußen, man kann so viele tolle Sachen draußen machen. Zum Beispiel, man kann Fußball spielen, Basketball spielen, man kann mit Freunden einfach wohin gehen. Zum Beispiel, ich war mit James Bryan, Nene und Delisha, zwei Freundinnen von uns, auf dem Donauinselfest. Es hat so viel Spaß gemacht. Man kann auch, selbst wenn jetzt zwei verschiedene Arten von Leuten, die komplett verschieden sind und von der Hautfarbe verschieden sind, können trotzdem was gemeinsam machen. International sein, rausgehen, Leute kennenlernen, Spaß haben und nicht dann zu Hause sitzen, weil das ist richtig ungesund. Danke. Tschüss. Hallo, wie heißt du? Sarah. Wie findest du Kinder, die rausgehen und Spaß haben? Sehr gut. Wie findest du die Kinder, die zu Hause bleiben und Fernsehen schauen? Nicht gut, weil man bekommt nicht mit, was draußen so stattfindet. Wen grüßt du? Willst du jemanden grüßen? Ja, meinen kleinen Bruder Tim. Und ja. Tschüss. Hallo, ich bin Alexander Harisch. Wie heißt du? Emrach. Und wie kennst du den Kanal von Laurent Harisch? Nein, noch nicht, aber ich werde es mir anschauen. Wie findest du die Kinder, die zu Hause bleiben und Fernsehen schauen? Ich finde das sehr schlecht. Das ist nicht gut für die Augen, nur am Handy, Computer. Sie sollen draußen spielen. Ja. Wie findest du die Kinder, die rausgehen, Spaß haben und spielen? Es ist gut, sollen so machen weiter. Immer auf Fußball spielen, Basketball, was sie halt wollen. Aber nur, wie gesagt, nur am Handy sein oder Computer spielen, ist nicht gut für die Augen auch. Willst du jemanden grüßen? Ich grüße Idris. Ich grüße Giuliano. Okay. Tschüss. Tschüss. Hallo liebe Leute, ich bin Antonia Harich und wir besprechen was. Kennst du das YouTube-Kanal Laurent Harich? Nein. Was ist dein Lieblingshobby? Tanzen und singen. Okay. Wie heißt du? Kamsi. Was findest du, wenn die Kinder einfach nur Fernsehen und Handy spielen oder Tablet spielen? Das ist nicht gesund. Und was findest du, wenn die Kinder draußen spielen und Freunde finden und besser Fußball spielen? Das ist
Das ist gesund. Okay. Und willst du jemanden begrüßen? Hallo, hallo Mama, hallo Papa, hallo Brüder. Hallo Isabella, hallo Jessica, hallo Nicole. Wie geht's? Hallo Naomi. Was jetzt? Bist du fertig? Ja. Okay. Tschüss. Hi, jetzt zeige ich euch. Jo. Bist du dran? Jetzt aber. Zerbröselt. Nein, ich hab's nicht gerissen. Ah, das.